normale Hämmer, Schläge, Schürhaken. Ohne Ende was zu rauchen. Meine Güte. Oh, wieder richtig gewütet, ey. Passt schon. Nimm den Krempel. Das sind zum Beispiel Erzwaffen. Aber eine Klinge aus reinem Erz. Oh. Wir werden es noch lernen. Oder wir werden es noch finden. Als nächstes haben wir hier voll. Ah, guck mal. Haben wir das sogar voll. Oh, das Kloster nicht. Wie macht man das nochmal? Nee. Das ist nicht das, was ich will. So. Mir fehlt die Mission dafür. Gut, dann ab zum Kloster. Wir reden mal nochmal mit allen. Also ich meine, das ist kein 100% Walkthrough sage ich schon. Kein 100% Run. Aber... Mit Innos haben wir geschnaggelt. Hey, Bruder. Du hast Großes vollbracht. Das Volk von Myrtana ist frei und die Orks sind besiegt. Danke. Da hat Innos wohl Bock mit uns gehabt zu reden. Er strahlt noch heller. Dem geht's gut. Innos geht's super. Innos ist richtig happy gerade. Wenn wir jetzt nur noch Zuben töten, dann ist durch. Stör mich nicht. Zeig mal seine Ware. Was hast du so? Nein, nichts, was ich bräuchte. Blablab. Hier ist niemand. Okay. Zeig. Nichts, was ich brauche. Es erschöpft sich gerade. Was denn? Aiden? Dagot? Was ist denn unser Chefchen? Enter oben. Im Kloster. Geldern ist befreit. Das ist schön zu hören, aber ich werde nicht wieder zurückgehen. Mein Labor ist bestimmt geplündert und die Leute hier brauchen mich. Trotzdem danke, dass du es mir gesagt hast. Ah, der wollte die Alchemistenringe, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Gut, die können mir alle nichts mehr als Aufgabe geben, also gehe ich davon aus, dass ich durch bin. Hat mich auch gewundert, dass man hier nochmal hin muss. Jetzt kommt das Schwierigste. Nicht Vakaresh, Braga war das, glaube ich, ne? So. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal 75 Punkte haben wollen. Wir könnten es machen. Mich würde es nicht stören. Was weißt du über Ayla? Ayla! Sie war die Blume von Braga. Was ist passiert? Es war ein Überfall. Azaru und seine Sippe haben sie einfach geraubt. Kein Wunder, dass sie nicht mehr in der Gegend sind. Er sitzt jetzt bestimmt in seinem Lager und sieht ihr beim Tanzen zu. Dieser Sohn eines Schurken. Ich habe Takla erledigt. Dann hast du dir das Kopfgeld verdient. Wer war Takla nochmal? Keine Ahnung. Du bist nicht von hier. Sag mir, bist du gekommen, um die Geheimnisse Beliars zu entdecken? Was sind das für Geheimnisse? Wir Schwarzmagier beherrschen Zaubersprüche von großer Macht. Wir beherrschen die Gabe der Alten der göttlichen Magie. Zaubersprüche also. Und in der Stadt Ishtar
wird seit vielen Jahren die Kunst des beidhändigen Kampfes gelehrt. Aber nur ein Mann, der gute Geschäfte macht, ist würdig, unsere Geheimnisse zu erfahren. Mhm. Ich will dir ein solches Geschäft anbieten. Was sagst du? Worum geht's? Ich biete dir die Gelegenheit auf ein gutes Geschäft und du fragst, worum es geht? Ja. Alles, was ich von dir hören will, ist, dass du dabei bist. Klar, ich bin dabei. Dann höre, diese Männer hier schulden Zuben ihren Tribut. Es ist nicht so, dass sie nicht zahlen wollten, vielmehr haben sie ihn sich wegnehmen lassen. Was ist passiert? Tufail, dieser Sohn eines Tölpels, hat sich von einer Handvoll Nomaden ausrauben lassen. Mhm. Aber es wird Zeit, dass Zuben bekommt, was ihm zusteht. Es ist Zeit, dass die Händler bezahlen. Sie sollen also nochmal bezahlen. Und du wirst für mich diese Angelegenheit regeln. Verstehe. Okay, das ist übel. Welche Männer stehen auf deiner Liste? Die drei Händler hier in Braga. Jeder schuldet Zuben 500 Goldstücke. Und Abbas, der Wasserhändler. Von ihm erwarte ich einen Kelch. Sprich mit ihm. Er weiß genau, was ich will. Und Tufail? Gönnt sich. Was machen wir mit Tufail? Er trägt die Schuld dafür, dass der Tribut gestohlen wurde. Ich habe ihn bereits der Stadt verwiesen, aber er ist noch in der Nähe. Wenn er zahlen kann, was ich nicht glaube, soll er von mir aus leben. Falls nicht, mach kurzen Prozess mit ihm. Das wird den anderen als Warnung dienen. Mhm. Wir verraten die Nomaden mal nicht. Ich werde mich ein wenig ausruhen. Ich bin hier, um dein Tribut einzufordern. Tja, da bist du wohl umsonst gekommen. Ich habe nicht ein einziges Goldstück. Das ist schlecht für dich. Warte. Lass mich dir einen Vorschlag anbieten. Lass hören. Ich kann dir eine Rüstung herstellen, wenn du mir dunkles Leder bringst. Und im Gegenzug soll ich den Tribut für dich zahlen. Es ist ja nicht viel, dass ich Zuben schuldig bin. Nur 500 Goldmünzen. Eine Rüstung von mir ist viel mehr wert. Dann... Schätze, mir bleibt keine Wahl. Gib mir mal Gut, das Ding. Ich gehe drauf ein. Ich danke dir, Sohn der Klugheit. Du machst damit ein gutes Geschäft. Hier ist das Leder. Ich habe noch eine Rüstung im Lager gefunden. Die kannst du haben. Möge sie dich allzeit gut beschützen. Leichte Assassinenrüstung. Okay. Was macht sie besser? Resistenz gegen Hitze. Okay. Ey. Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. Natürlich bezahle ich. Richte Nafalem meine Grüße aus. Nafalem, genau so heißt er, ja. Diego. Beginn jagen. Ich komme, um dein Tribut abzuholen. So. Das hat Tufail vor einiger Zeit auch gesagt. Und ich vertraute ihm mein Gold an. Uiuiui. Doch, was hat er damit getan? Er hatte sich von einer Handvoll Nomaden abnehmen lassen. Heißt das etwa, du willst nicht zahlen? So ist es, Fremder. Ich habe bereits gezahlt und ich werde nicht eine weitere Münze. Ach, komm schon. Moment. Du machst Geschäfte mit den Nomaden. Das dürfte Nafalem interessieren. Warte, warte, Sohn der Gerissenheit. Das kann doch unter uns bleiben. Niemand muss es erfahren. Dann bezahl dein Kommt Tribut. Drauf an. Was ist dir mein Schweigen wert? Ich zahle dir 500 Goldstücke. Was ist mit deinem Tribut? Den werde ich natürlich auch bezahlen. Guter Mann. Aber... Gut, gib mir das Gold und wir vergessen die Sache. Einverstanden, Sohn der Tüchtigkeit. Muss ja niemand wissen. Und hier ist der Tribut. Zeig mir dein... Bisschen was hat er. Wir haben auch noch ein bisschen was. Schwert des Knüppels. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja gut. Bei dem weiß ich jetzt nicht. Zu viele, hm? Gold ausgleichen, passt. Wie ist das? Ich bezahle den Tribut für Luca. Ich hoffe, du hast wenigstens ein gutes Geschäft mit ihm gemacht. Hier ist der Tribut von José. Ich denke, er wird dir keine Schwierigkeiten gemacht haben. Er ist ein guter Händler. Das ist er wahr. Er hat allen Orks, die hier vorbeigekommen sind, Sklaven verkauft.
Und der Pass ist der einzige Weg in die Wüste. Ja, siehst du mal. Hier ist der Tribut von Bernardo. Er hat dir doch wohl keine Probleme gemacht, oder? Naja, nein. Gut, dann fehlt noch einer draußen. Und wir gehen mit Diego jagen. Gehen wir jagen. Auf geht's! Guter Mann, komm. Also, so läuft er. So läuft der Hase. Moment, ich muss ganz kurz gucken. Nein. Was ist das? Assassin. Okay, gut. Ich musste nur gucken, in Ruhe. Ich hoffe, solche Missionen führen uns auch eher ins Umland. Immer wieder mal. Wir wollten jagen gehen. Aber was? Ist die große Frage. Was willst du jagen gehen, Diego? Zumal ich gefühlt gerade eh alles töte, was auf den Weg kommt. Ja. In der großen, weiten Wüste. Schnibber! Ich hasse die Viecher. Bitteschön. Da! Ich hasse die Viecher. So, dann haben wir noch das Schnibberleder. Die Gegend hier ist gefährlich. Es würde mich nicht wundern, wenn sich hier irgendwo Nomaden verstecken. Was hast du jetzt vor? Tja, um ehrlich zu sein, ich habe keine großen Pläne. Ich dachte an sowas wie Jagen und Taschen füllen. Du bist derjenige, der weiß, was zu tun ist. Und wenn du mich brauchst, dann ziehen wir gemeinsam los. Okay. Das war ja einfach. Mensch, dann... Ich mach mir mal immer den Teleport rein, wo wir gerade sind. Damit ich nicht ewig suchen muss. Zum Beispiel jetzt... Ah ne, Moment. Jetzt suchen wir eigentlich jemanden, der hier in den Ruinen haust. Und der, gegebenenfalls nichts zu holen. Irgendwas für uns hat. Ist nichts. Er hat ja gesagt, er muss irgendwo in der Nähe sein, dieser komische Dieb. Wenn ich nur wüsste, wo. Hier haben wir Riordian, glaube ich, gefunden. Ich glaube, es war Riordian, ne? So, nehmen wir das alles mal auf. Ist niemand. Also da bezweifle ich, dass wir jemanden... Nee, Riordian haben wir wo ganz anders gefunden. Riordian haben wir ja hier vorne direkt gefunden. Am Weg, ne? Hier ist niemand. Hier sind Varane. Oh ja. Ey. Also Feuerwarane. Das Zunge und so ist immer gut zu verkaufen. Geben wir uns mal einen Trank. Ist da noch jemand? Nur einen Feuerball in die Hand, damit ich sehe, falls jemand da hinten noch nicht gespawnt ist. Nee. Ach, ich hasse es. Ich hasse diese Suchquests. Also das ist so... Gib mir wenigstens eine Richtung. Irgendwie Norden, Osten, Westen, Süden, bla 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 bla. Hier links, rechts, oben, unten. Aber nicht einfach, der ist hier in der Nähe. So, ja, toll, danke. Kann ja sonst wo sein. Kann ja auch zum Beispiel hinten in Ruinen sein. Wo ich jetzt auch hingehe. Und wahrscheinlich nichts finden werden. Aber wir gehen da jetzt hin. Ja, sag ich doch. Da ist nichts mehr zu holen.
Findest du nichts. Und das Dumme ist, und da muss ich mich halt auch echt, also da ärgere ich mich schon, dass man die Nomadenorte nicht anzeigen kann. Oder irgendwie in so eine kleine Vorahnung haben kann, wo die sich befinden oder so. Weil so mein Gefühl ist halt so, ja. Also da, ich muss zugeben, Myrtana, super. Nordmar, na. Aber die Wüste. Junge, ist das eine Katastrophe. Gucken wir mal bei den Nomaden nach. Hier sind keine Nomaden. Dass man wenigstens eine Karte hat, wo die vielleicht rumdümpeln oder so, ne? Das ist so Dinge halt. Ich weiß, es ist doof, aber ne, dass wenn man mit den Nomaden zusammenarbeitet, dass man irgendwie einen Hinweis bekommt oder so. Man bekommt ja nicht mal einen Hinweis. Also, die Hinweise sind meistens so wie jetzt eben. Ja, der ist irgendwo in der Gegend, der so. Ja, hab ich verstanden. Eine Meteorian sind wir ja sogar noch weiter gelaufen. Ich erinnere mich. Wir sind tatsächlich in die Richtung gelaufen. Das war der einzige Hinweis, den wir bisher auf die Nomaden bekommen haben. Lauf einfach so. Hm. Sammeln wir noch ein paar Punkte ein, ha? Wenigstens keine dauerhaften hier, wie heißen die, Goblins. Boah, das war ja so nervig. Das war nicht so, dass man gesagt hat, ich spiel's nie wieder, sondern es war einfach nervig, es war da. Ah. Ja. Wir sind Räuber. Ja. Hallo. Habe ich mal kurz umgebracht. Ich finde das jetzt nicht so wild. Das ist noch ein Räuber. Was macht ihr hier? Und wen raubt ihr aus? Na, wenn die sich hier bewegen. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben? So weit waren wir noch nicht, ne? Wir sind ja... Wir sind hier auf dem Weg nach Varant gerade, ne? Hm. Da hinten brennt was. Hm. Hier ist nichts. Okay. Hier ist nichts. Gut, zurück nach... Hier, nach Brage. Wir sind mit Diego da hochgelaufen. Wie sind wir denn mit Nefarius gelaufen? Ne, Nefarius? Riordian? Ich weiß es nicht mehr. Sind wir darüber gelaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es nochmal da. Es könnte da oben gewesen sein. So. Oh. Markier das doch irgendwie. Ist ja mit nichts markiert. Oder gib mir eine alternative Karte. Also, ne, ich sag mal so, so in Myrtana selbst kann man sich so ein bisschen auskennen, ne, mit der Zeit. Aber dann noch sich Nordmar zu merken und Varant. Das ist so, da finde ich, das ist für mich sehr anstrengend. So, jetzt sind wir irgendwo und ich weiß nicht wo. Wir sind irgendwelche Schakale wieder. Und es hieß, lauf einfach so gefühlt. Naja. Kann das sein, dass irgendwo da hinten ist? Da. Oder? Ja. So.
Nomade. Nomade. Riordian war das.